So, Wiederholung. Also falls jetzt diese Aufnahme dann später mal sehen, kontextlos ohne die vorhergehende, nochmal eine kleine Wiederholung. Als allerletztes haben wir die Annahme fallen lassen, dass wir die Laufzeit von einem Prozess im Vorhinein wissen. Das heißt, keine Ahnung, wie lange ein Prozess läuft. Und jetzt ist die Überlegung, wie kann ich einen Scheduler bauen, der sowohl die Antwortzeit für interaktive Anwendungen, also ne, wenn ich klicke, wenn ich Tastatureingaben mache, wenn ich den Controller bediene, das ist alles interaktiv. Wie kann ich das minimieren? Und wie kann ich gleichzeitig Turnaround-Zeiten optimieren? Ja, also wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Job möglichst schnell fertig wird, ohne zu wissen, wie die Laufzeit von so einem Prozess ist? Ja, das ist so eine Art eierlegende Wollmilchsau, die wir da bauen wollen. Und tatsächlich haben sich da ganz schlaue Menschen schon Gedanken drüber gemacht, wie das möglich ist. Und ich hatte es ja schon ein bisschen verraten, das Zauberwort ist Multilevel Feedback Queue. Und da habe ich mal so die Basic Rules aufgeführt und versucht, die Lösungsidee zu beschreiben. Also, Multilevel Feedback Queue hat mehrere Queues. Ich hoffe, die Datenstruktur von einer Queue ist im Klar. FIFO, was wir am Anfang hatten, also vorne rein, hinten raus, und zwar mit Prioritätsleveln. Ja. Und Jobs mit einer höheren Priorität laufen zuerst. Das muss man sich jetzt immer nur merken. Das heißt, rechts ist ja die Abbildung. Q8, ja, hat jetzt zum Beispiel zwei Jobs, A und B. Dann haben wir weiter unten Q4, das ist eine niedrigere Prio. Da ist dann C drin und ganz unten auf der niedrigsten Priorität haben wir Q1, also die Q1. Da liegt der Prozess D drin. Ja, das einfach mal merken. Je höher die Zahl, je größer die Zahl, desto höher ist die Priorität. Das ist erstmal ein bisschen kontraintuitiv, weil man manchmal denkt, Prio 1 ist das Wichtigste im Sprachgebrauch. Also hier ist es so, je größer die Zahl, desto höher die Priorität. So, da stellen wir jetzt mal für dieses Multilevel Feedback Queue ein paar Regeln auf. Ja? Die Regel 1, ich habe die mal in Englisch gelassen, die ist da wesentlich eingänglicher. If priority of A, also wenn die Prio von A greater than priority of B, also die Prio von A ist größer als die Prio von B, dann A runs, B doesn't. Also dann läuft A und B läuft nicht. Ja, das kann man dann einfach schauen, in welcher Queue die liegen. Das heißt, oben habe ich A und B. Dann habe ich eine Regel 2, die heißt if priority of A equals priority of B, A and B run in round robin. Das heißt, habe ich zwei Stück A und B, die jetzt die gleiche Priorität haben, dann lasse ich die in round robin laufen. Deswegen haben wir round robin vorhin auch mal angeschaut, wie das funktioniert. Also A bekommt eine kleine Zeitscheibe, B bekommt eine kleine Zeitscheibe, dann A wieder etc. So. Und jetzt ist aber die Frage, wie lege ich denn so eine Priorität für so einen Job fest? Ja? Also wie kann ich das festmachen? Ich frage mich übrigens jetzt, weil das auch wieder im Hintergrund ist, ich frage mich dann immer, ob das Gebrüll von den Kids ankommt, ob das Mikrofon so gut ist, dass es auch das von unten mit geschlossener Tür aufnimmt. Also ich höre das zumindest. Deswegen bin ich vielleicht manchmal ein bisschen Speerspitze. Okay. Vielleicht kommen die Kids dann nochmal vorbei, wir haben es am Freitag ja auch drin. Gehört halt leider dazu, wenn die Kindergärten zu haben, eine Ausnahmesituation. So, zurück zu den Jobs. Also ich möchte die Priorität für den Job festlegen. Das heißt, die ist nicht fix. Das heißt, A bleibt nicht A und C, also A bleibt nicht in 8 und C bleibt nicht in 4, sondern ich schaue mir das Verhalten von einem Job an und bewerte demnach, in welche Queue ich das reinpacke. Und jetzt muss ich mir was überlegen. Wenn die ganze CPU-Zeit auf A und B verteilt wird nach Round Robin, wie kommt dann eigentlich C und D zum Zug? Ja? Also das heißt, A und B würden ja dann komplett fertig gerechnet und dann käme erst C dran. Jetzt kommt noch die Frage, prioritätsgesteuertes Round Robin bei jedem Prozess nach einer Durchlauf Priority One. Ja, genau, das geht schon in die richtige Richtung und das sind auch ein paar der Regeln, die wir jetzt gleich noch nach und nach aufstellen. Da schauen wir mal rein. Also das ist ein guter Ansatz, der da genannt wird. Schauen wir mal. Wir haben jetzt verschiedene Versuche, die wir mal angehen. Versuch 1 ist, wir versuchen die Prioritäten zu ändern. Das ist das, was jetzt auch im Chat gefragt wurde. Also, erstmal gucke ich mir den Workload an. Das heißt, ich habe ja eine Mischung aus interaktiven Jobs, also Dinge, die
auf eine Tastatur- oder Mauseingabe warten. Und das sind in der Regel Jobs, die laufen kurz und lassen dann die CPU ganz schnell wieder frei. Und dann habe ich ja noch langlaufende Jobs, die CPU-intensiv sind und die CPU eben intensiv in Anspruch nehmen und deren Antwortzeit nicht relevant ist. Also zum Beispiel ist jetzt der Chat ist vielleicht interaktiv, weil da möchte ich ja gern was reingeben. Aber das Codieren von dem Livestream, der im Hintergrund noch aufgenommen wird, das ist nicht interaktiv. Ja? Der muss halt einfach nur rechnen. Aber ob der ein bisschen später oder früher fertig ist, ist nicht ganz so relevant. Das heißt, wir stellen jetzt mal drei neue Regeln auf. Also, wenn ein neuer Job eintrifft, erhält er immer die höchste Priorität. Das heißt, er landet in der obersten Queue. Das heißt, in unserem Fall war das zum Beispiel im Beispiel vorher Q8. Dann nehmen wir die Regel 4a auf. Wenn ein Job die gesamte Zeitscheibe aufbraucht, dann wird seine Priorität herabgestuft. Das heißt, er wandert eine Queue nach unten. Das ist das Beispiel, was im Chat auch genannt wurde, also Prio minus 1. Aber, ganz wichtig, nur wenn er die ganze Zeit aufgebraucht hat, also die ganze Zeitscheibe. Wenn ein Job die CPU vor Ablauf der Zeitscheibe freigibt, dann bleibt er auf der gleichen Priorität. Ja. Da kommt es, wie wird die Tastatureingabe an den Prozess geleitet, wenn er gerade nicht ausgeführt wird. Tastatureingabe ist ein Interrupt. Ja, also alles, was mit Hardware zu tun hat, das sind Interrupts, die das Betriebssystem bekommt. Das heißt, das Betriebssystem bekommt mit, wann es Eingaben hatte. Und das Betriebssystem weiß ja auch, auf welche Hardware-Eingaben der Prozess wartet, weil die werden ja, das hatten wir in der ersten Vorlesung, durch diese Syscalls ausgeführt. Also das Betriebssystem, der Prozess sagt ja nicht, ich lese jetzt mal die Tastatur, sondern da startet ja so ein Systemcall und sagt, ich warte auf eine Tastatureingabe. Und wenn die Tastatur gedrückt wird, also das ist jetzt vereinfacht ausgedrückt, da muss man dann noch ein bisschen mit Rechnerarchitekturen sich das mal anschauen, aber vereinfacht ausgedrückt, in dem Moment, wenn ich die Tastatur drücke, dann habe ich einen Interrupt und das Betriebssystem sieht ja, alles klar, der und der Job, die warten auf einen Tastatur-Interrupt. Und da ja das Interrupt dann da war, dann kann dieser Job wieder gescheduled werden. Ja, dann kommt er auf diesen Ready und dann kann er die Tastatureingabe verarbeiten. Das heißt, der Job kann die Tastatureingabe erst dann verarbeiten, wenn das Betriebssystem den Interrupt bekommen hat, dann den Job wieder zurückscheduled auf Ready und er dann gestartet wird. Ja, und solange er nicht gestartet wird vom Betriebssystem, solange er nicht gescheduled wird, bekommt der Job oder der Prozess auch erstmal gar nichts mit, dass da eine Tastatur gedrückt oder dass irgendwas gedrückt wurde. Ja, und das ist jetzt zum Beispiel auch insofern interessant, das kann man jetzt noch ein bisschen weiterdenken, diese Idee. Was passiert denn, wenn ich in der Zwischenzeit mehrere Tastatureingaben hatte? Was ist denn, wenn mehrere Jobs auf Tastatureingaben gewartet haben? Also wer bekommt die zum Beispiel? Ja? Das ist dann gerade bei so Multitasking-Systemen, wo ich mehrere UI-Systeme habe, interessant. Also landet der Text dann überall? Oder ich habe jetzt hier vielleicht auch ein sehr schönes Beispiel bei dem Livestream. Es ist ja eine Mikrofonaufnahme, das ist auch der Hardware, wo irgendwas digitalisiert wird. Und jetzt läuft das einmal in diese Spracherkennung, die quasi daneben noch mitläuft. Und es läuft aber einmal auch in den Stream rein, also in ganz verschiedene Anwendungen. Das heißt, nicht nur ein Prozess greift diese Information ab, sondern es sind mehrere Prozesse, die das abgreifen. Und das ist ja quasi dann die hohe Kunst im Betriebssystem, dass ich sowas hinbekomme. Also wir schauen uns hier auch wirklich nur die ganz, ganz grundlegenden und einfachen Prinzipien an. Genau. Theoretisch müssen immer alle Interrupts gespeichert und ausgelesen werden. Genau. Also das Betriebssystem weiß dann, welche Interrupts aufgetreten sind und muss die dann entsprechend dann verarbeiten und zuweisen. Also extrem simpel ausgedrückt. So, also die Jobs oder die Regeln sind erstmal klar. Die letzte, weil ich jetzt draußen bin, also wenn Job die CPU vor Ablauf der Zeitscheibe freigibt, dann bleibt er auf der gleichen Prio. Das kann ich eben dadurch erreichen, dass angenommen, ich habe 10 Sekunden pro Zeitscheibe und ich laufe 9 Sekunden. Und nach diesen 9 Sekunden starte ich eine I.O.-Operation, zum Beispiel sage, ich möchte jetzt eine Datei auslesen oder ich warte auf die Tastatur. Und dann ist ja noch ein bisschen Zeit übrig. Und in dem Moment bleibe ich auf meiner gleichen Prio-Level. Und das, da habe ich jetzt mal so ein bisschen, da habe ich erstmal noch ein Beispiel dazu. Also der Job läuft immer bis ans Ende von der Timeslice, das ist das. Das heißt, ich fange an bei Q2.
Ich benutze die Tiling-Slice komplett, dann werde ich runtergestuft auf Q1 und dann lande ich auf Q0 nach der dritten Zeitscheibe und dann laufe ich auf Q0 bis zum bitteren Ende durch und bin dann bei 200 da unten fertig. So. Und jetzt baue ich mir mal noch so einen Kurzläufer ein, das ist jetzt der grüne Job. Das heißt, bei T gleich 100 trifft ein zweiter Kurzläufer ein. Und wir hatten ja am Anfang gesagt, dass MLFQ immer die Annahme trifft, dass ein neuer Job ein Kurzläufer ist und deswegen wird er immer oben einpriorisiert. Das heißt, hier ist es so, Q2 startet, der blaue Job startet auf Q2, wird nach einer Zeitscheibe runtergestuft auf Q1, wird dann runtergestuft auf Q0, läuft dann bis 100, dann kommt ja der neue Job, der wird gestartet, ne, der läuft dann auf Q2, der braucht die ganze Zeitscheibe auf, landet dann unten auf Q1 und der ist jetzt auch fertig. Ja, und jetzt haben wir Q0, der läuft immer noch, der blaue Job und der kann dann auch fertig laufen. Ja, also das sollte jetzt mal ein bisschen verdeutlichen, wie ist es, wenn jetzt zwischendurch mal ein neuer Job eintrifft. So, und jetzt gucken wir mal an, was passiert, wenn I.O. Dazu genommen wird im dritten Beispiel. Also jetzt habe ich so einen I.O.-intensiven Job und einen CPU-intensiven Job. Also nach der Regel 4 bleibt der Job, der die CPU schnell freigibt, weil er zum Beispiel auf die Tastatur wartet, hochpriorisiert. Das ist in unserem Fall der grüne Job. Und der blaue Job startet dann wieder bei Q2, wird runtergestuft auf Q1, dann auf Q0 und läuft dann an der Stelle bis 50. Dann kommt der grüne Job, der läuft ganz kurz, gibt dann wieder frei, dann läuft der blaue Job wieder, dann läuft der grüne Job wieder, weil ja das Interrupt inzwischen passiert ist, dann kann er wieder laufen, dann gibt er vor dem Ablauf der Zeitscheibe das wieder frei, dann wird für den Rest der Zeit wieder der blaue Job gescheduled, ne, und das geht immer so weiter. Und sieht da jetzt schon jemand das Problem, dann gerne in die Chats reinschreiben. Turnaround-Zeit ist hoch, ja. Das ist so ein Effekt, der jetzt passiert. Da denken sie alle noch viel zu freundlich. Da muss man jetzt mal wirklich so ein bisschen denken, wie kann ich jetzt das Betriebssystem an der Stelle angreifen? Ne? Wir hatten ja das letzte Mal uns überlegt, bei diesen Boot-Tables, wenn ich da reinkomme zur Bootzeit, dann kann ich ja festlegen, welcher Code ausgeführt wird, bei welchem Systemcall. Und hier kann ich auch noch ein bisschen gemeiner denken. Ne? Was ist denn? Also es nennt sich Game the Scheduler, also den Scheduler ausspielen. Und das ist jetzt hier wirklich mal so ein Vektor, um ein Betriebssystem auszuspielen. Und zwar, ich könnte doch rein theoretisch ein Programm schreiben. Ja, also angenommen, ich würde wissen, wann meine Zeitscheibe fertig ist. Das ganz kurz vor Ablauf der Zeitscheibe einen Dateizugriff ausführt. Und mir ist in dem Moment auch komplett egal, was für eine Datei das ist. Mir geht es gar nicht um die Datei, es geht mir nicht um den Inhalt. Es ist nur so, dass ich ganz, ganz kurz, sagen wir 99% von der Zeitscheibe am Ende, da starte ich die I.O., den I.O.-Zugriff. Das heißt, da ich ja das Ding, also die CPU freigegeben habe, bevor meine Zeitscheibe fertig ist, bleibe ich auf meiner hohen Prio. Ja? Und das mache ich jetzt immer. Und zwar in jeder Zeitscheibe nach 99% der Zeitscheibe. Und damit schaffe ich es tatsächlich, 99 meiner Prozent meiner CPU zu monopolisieren. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass ein langlaufender Job auf einer unteren Queue verhungert. Auf Englisch nennt sich das Starvation. Oder genau, dass er eben entsprechend verhungert. Jetzt ist es so, dass an der Stelle Job A, also der blaue, nie mehr in eine bessere Queue reinkommt. Ja? Selbst wenn er sich ändern würde im Verhalten. Also angenommen, der Job A würde irgendwann die CPU freigeben, weil er selbst auf die Tastatur wartet. Er kommt ja gar nicht mehr hoch. Ja, das ist jetzt genau der Punkt. Und so würde ich mein Programm schreiben. Und da haben wir in dem Beispiel auch zwei, das Gelbe und das Grüne. Das ist B und C als Prozesse. Und die beiden teilen sich munter und fröhlich 99% der CPU-Zeit auf. Und eigentlich kommt B gar nicht mehr zum Rechnen. Oder A, Entschuldigung, also der blaue Job kommt da gar nicht mehr zum Rechnen. Also so können Sie das dann attackieren. Machen moderne Betriebssysteme nicht mehr. Auf die Idee kam ja schon der eine oder andere vor uns. So. Also, ein zweiter Versuch, wie wir das Thema angehen können. Und zwar nennt sich das Priority Boost. Das ist eine neue Regel. Und
Da führen wir die Regel 5 ein, die sagt, nach definierter Zeit S werden alle Jobs wieder in die oberste Queue verschoben. Das heißt, das sieht man dann in der Grafik auf der rechten Seite. Nach 100 Sekunden starten die gelben und der grüne Job. Und danach, nachdem die fertig sind, das ist dann dieser Prior Boost, wird der blaue Job, das ist A, in die höchste Priorität wieder verschoben, also geboostet. Und da der jetzt ja selbst auch interaktiv ist, bleibt er auch da oben. Das heißt, er wandert nicht mehr runter an der Stelle. Ja? Das heißt, die Prozesse laufen nicht mehr Gefahr der Starvation, also sie verhungern nicht mehr. Und wenn ein Job plötzlich interaktiv wird, dann kann er entsprechend ausgeführt werden. Wenn der Job nicht interaktiv ist, dann würde er wieder runterwandern und würde beim nächsten Priority Boost wieder hochwandern. Das heißt, wir haben hier zwei Probleme auf einmal gelöst. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie lange sollte diese Zeitspanne sein? Und da gibt es etwas, das nennt sich Voodoo-Konstante oder Voodoo-Konstante. Und die ist eben nach einem Professor John Austerhut benannt. Da hat er auch ein bisschen was drüber geschrieben. Im Buch ist auch ein kleiner Abschnitt darüber, wo die herkommt. Und für diese Bestimmung von solchen Voodoo-Konstanten, da benötigt man immer so ein bisschen schwarze Magie, ja, dass man da wirklich was bestimmen kann. Das ist so ein bisschen Raten. Das Dilemma an der Geschichte ist, wenn die zu groß gewählt wird, also zum Beispiel in unserem Fall das S, dann könnten CPU-intensive Jobs doch verhungern und wenn sie zu kurz gewählt wird, dann bekommen interaktive Jobs nicht genügend CPU. Also das sind die beiden Probleme, die bei dieser Konstante auftreten können. Ja, das heißt, jetzt schauen wir uns mal an, ob wir da ein besseres Accounting, also eine bessere Buchführung oder Buchhaltung mal einführen können, weil wir haben immer noch ein Problem mit dieser Regel 4a und 4b, haben wir immer noch die Möglichkeit, dass der Scheduler ausgespielt wird. Also da kann man sich durchaus anstrengen, dass man das noch knacken kann. Und da gibt es jetzt eben diese Lösungsidee von der Buchführung. Und da merken wir uns einfach, wie viel Zeit ein Prozess in der Queue verbracht hat. Und sobald der Prozess kumuliert diese Zeitscheibe aufgebraucht hat, dann wandert er nach unten. Also nicht, wenn er wirklich die Zeitscheibe aufgebraucht hat, sondern wenn er die Zeit einer Zeitscheibe kumuliert aufgebraucht hat. Und da lässt sich aus Regel 4a und b die Regel 4 erzeugen, sobald ein Job seine gesamte Zeit auf einer Prioritätsebene genutzt hat, ungeachtet dessen, wie viel Zeit er der CPU zurückgibt, wird seine Priorität reduziert. Das heißt, er wandert eine Queue nach unten und das entspricht dann auch wieder dem Beispiel aus dem Chat. Das ist dann nicht Round Robin, sondern ich habe eine Zeitscheibe voll und dann wandere ich nach unten. Das ist so jetzt der kleine, aber feine Unterschied. Das heißt, ich muss mir merken, wie viel Zeit habe ich da gebraucht. Also, bevor wir dann weitergehen und uns anschauen, wie wir das Problem lösen können, nochmal so ein paar Tuning-Aspekte und MLQF-Probleme, die da auftreten können. Die Frage ist tatsächlich noch, wie kann ich da priorisieren? Ne? Also wie viele Queues brauche ich eigentlich? 1, 2, 3 oder 8? Wie groß ist diese Zeitspanne pro Queue? Das heißt, mache ich zum Beispiel unterschiedliche Timeslices pro Queue? Macht das Sinn? Und die Frage ist natürlich auch, wie oft findet so ein Priority Boost statt? Also mache ich das alle 1, 2, 3 Zeitspannen oder Time Slices? Da muss man sich ein paar Dinge überlegen, wie man das machen kann. Ja. Und da habe ich jetzt mal diese Regeln zusammengefasst, jetzt original aus dem Buch. Also Regel 1, Rule 1, if Priority A of A is greater than Priority B, A runs, B doesn't. Rule 2 was if Priority A equals Priority B, A and B run in round-robin fashion, using the time slice quantum length of the given queue. Rule 3 was when a job enters the system, it is placed at the highest priority, the topmost queue. Rule 4 is once a job uses up its time allotment at a given level, regardless of how many times it has given up the CPU, its priority is reduced. For example, it moves down one queue. Or it means it moves down one queue. And rule 5 was after some time period S, move all the jobs in the system to the topmost queue. Also das sind die 5 Regeln, auch nochmal original, wie es im Buch genannt werden. So, ich habe ein paar Beispiele rausgesucht, weil tatsächlich wird dieser Scheduler eingesetzt. Und zwar in einem Betriebssystem, das Sie vielleicht schon mal gehört haben oder vielleicht auch noch kennen, je nachdem, wer hier zuhört, in Solaris. Und da gibt es eine MLFQ Time Sharing Scheduling Class. Und die wird tatsächlich über eine Reihe von Tabellen konfiguriert. Und die können durch einen Admin angepasst werden.
Da gibt es insgesamt 60 Queues und die haben langsam steigende Timeslices von 20 Millisekunden bis zu einer Sekunde. Also das kann man an der Stelle einstellen. Und dann, vielleicht verwendet das der ein oder andere FreeBSD als Linux-Distribution. Der Scheduler an der Stelle benutzt eine Formel, um diese Priorität von einem Job zu berechnen. Und da drin steckt zum Beispiel, wie viel CPU hat der Prozess schon verbraucht, ja? Und ist dieser Verbrauch, da ist wieder ein Tippfehler übrigens, ne? Ist dieser Verbrauch abgefallen? Und das sind solche sogenannte Decay-Usage-Algorithmen. Also wer sich dafür interessiert, kann da ein bisschen weiterlesen. Im Buch sind auch entsprechend die Referenzen auch nochmal verlinkt. Für alle, die hier zuhören und zuschauen, dieses OSTEP-Buch, was ich auch verlinkt habe in dem Foliensatz, ist frei zugänglich. Das sind als PDF-Dateien, die regelmäßig aktualisiert werden. Kostet nichts, kann man sich anschauen, ist im Prinzip ein Open-Source-Buch und aus meiner Sicht eines der besten Betriebssystembücher überhaupt. Das heißt, da sind auch die ganzen Links zu den weiterführenden Papern und Arbeiten drin, wo das beschrieben wird. So. Was gibt es noch? Binaries, das kennt vielleicht der eine oder andere. Es gibt in Unix-Systemen, Betriebssystemen, kann ich als User einen Hinweis geben bezüglich der Priorisierung von Jobs, und zwar ist das der Nice-Level. Das heißt, ich kann über den Befehl Nice sagen, welches Level ein Prozess haben soll und in welchem Prozesslevel er startet oder mit welcher Priorität er laufen soll. Da kommen wir später nochmal zum Sprechen. Unter Windows kann man das auch machen, also da wird man nach Nice relativ lange suchen, aber das ist rechts unten dann der Screenshot. Da kann man beim Start eines Prozesses, wenn man den auf der Konsole, also in der Command Prompt eingibt, kann man beim Starten die Priorität eingeben. Ja, weil die Frage kommt, kann ich über ein herkömmliches Ubuntu auch mit Nice herumspielen? Ja, das geht. Also Nice ist wirklich in den Standard-Linux-Distributionen drin. Funktioniert auf jeden Fall. Auf jeden Fall rumspielen, das ist im Prinzip auch die Übung. Kleine Hausaufgabe, machen Sie sich, wenn möglich, mit beiden mal vertraut. Schauen Sie sich mal das Start an bei Windows und auch mit dem Nice-Befehl unter Linux. Man sieht das manchmal auch, es gibt Software, zum Beispiel auch hier jetzt die Streaming-Software, da kann ich auch das Prozesslevel einstellen oder auch zum Beispiel bei einer Podcast-Software, die ich verwende, kann ich sagen, mit welcher Priorität soll diese Software laufen. Und das ist im Prinzip nichts anderes, also unter Windows, als dass ich diese Prio über Start angebe. Und das sieht man auch rechts im Screenshot, habe ich Low, Normal, High und Realtime. Das sind so diese Prioritätsklassen unter Windows.